Boah, was schon wieder für ein Kater. Mein Gott, schon wieder irgendein Tattoos bekommen. Ich wollte doch nicht mal auf so Frauen reinfallen, die immer nur wollen, dass ich mir Tattoos machen lasse. Ja, unser Korb ist schon ein schlimmer. Aber es kommt noch schlimmer. Denn im letzten Part haben wir jemanden getroffen. Und zwar den Outsider. Und da kann man einfach nur BAM sagen. Was zur Hölle ging da ab? Denn der Outsider hat uns dieses schöne Mal da an der linken Hand gegeben. Und das ist kein Tattoo. Mit diesem schönen Ding können wir übernatürlich Fähigkeiten einsetzen. Wie zum Beispiel Nachtschicht oder Blink, auch bekannt als Teleportieren. Was irgendwie geil ist. Und wir haben keine Ahnung, was genau der Outsider ist oder warum er sie uns gibt. Aber pff, ich hoffe, das werden wir herausfinden. Kann ich für Samuel ein Bett bereit machen, wenn Sie wollen? Aber ich will mein Herz holen. Warum? Er sagt immer, oh, eine Rune. In normalen Betten schlafen. Sagt, er wäre zu lange in der Marine gewesen. Können Sie das glauben? Oh. Der Holzhaufen dort draußen? Eine Hütte, die er aus einem Ruderboot gebaut hat. Ich frage mich, wo Admiral Havelock all diese Leute auftreibt. Können wir? Ja, das ist nicht schön. Was ist mit dir? Guten Tag, Meister Korvo. Okay. Ich hole mir jetzt hier erstmal die Rune. Oh cool, was gibt's denn hier schon wieder alles? Wie gesagt, schließt man selber durch. Ich muss jetzt hier die Rune finden. Meine Rune. Bürger von Dunwall. Die Flusskriecher haben sich meine Rune. Bis zur Flussmündung und dem Überschwemmen. Lauf, Korvo. Aber das finde ich gerade geil. Ich meine, wir haben jetzt hier ein Herz. Wir haben... ich habe gerade irgendwie Angst, dass ich jetzt so in irgendeine so eine feindliche Brigade reinlaufe. Also wir haben hier unser Herz, wir haben jetzt hier übernatürliche Fähigkeiten. Ich meine, langsam läuft's. Das ist der Havelock und das ist die Rune. Ah, und da haben wir sie. Aufgetaucht. Aufgetaucht, sag ich, Korvo. Und eingesagt. Spiel auf deine Art. Kräfte. Die Kräfte, die dir von Runen verliehen werden, kannst du kreativ einsetzen, um Gegner zu besiegen oder dich durch die Umgebung zu bewegen. Teleportiere dich von einem Dach zum nächsten. Beherrsche Ratten und Fische oder verlangsame die Zeit, bevor du es mit einer Überzahl an Gegnern aufnimmst. Okay. Wir haben jetzt aber nur eine Rune und ich würde ehrlich gesagt lieber sparen, damit ich mir Beherrschung oder wahrscheinlich Zeit verlangsamen kaufen kann, weil die hören sich eindeutig am coolsten an. Und weil ich jetzt zu faul bin... Hä? What the fuck? Sterbe ich gerade? What the hell? Da war ein Fisch, oder? Einfach die sämtlichen Fischen. Immer der hat mir Leben abgezogen, das will ich wieder haben. Dieser Drecksfisch. Komm! Warum kann er eigentlich nicht unter Wasser schlagen? Okay, ich will jetzt hier raus. Ich habe Angst. Ich teleportiere mich jetzt. Apropos, wir können uns teleportieren, fällt mir gerade so auf. Ach, super, bringt es ja dermaßen nicht. Super! Ach. Ja, okay, das Blink müssen wir eindeutig noch weiter... Ich sag jetzt immer Blink, weil ich zu viel Trailer angeschaut habe. Ihr wisst, was ich meine, teleportieren halt. Aber es ist schon eine geile Fähigkeit, aber wie gesagt, wir brauchen wirklich da deutlich mehr Upgrades. Da kommen wieder die ersten Fische. Denn sonst können wir uns wirklich nicht damit weit teleportieren und dann ist das ziemlich nutzlos. Und diese Fische machen mir langsam echt Angst hier. Ey, Fische, die alles töten, Ratten, die alles töten, uns tötet eigentlich alles. War er nicht Piero? Okay, dann war er halt nicht da. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier zu Havelock. Ich würde sagen, wir hören uns erst noch mal ein paar Gedanken an. Ja, das ist die gleiche. Was mit ihm? Muss ich das verstehen? Nee. Okay, was war das? Wer war das wohl? Ich kann ja nicht mal Alkohol ausschütten. Was soll denn das? Schrecklich. Okay, ich würde sagen, wir reden jetzt hier mal mit ihm. Dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach.
Er wird von seinen Aufsehern geschützt, eine Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn sie ihn erledigt haben, schnappen sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Okay. Was? Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Dann holen wir den auch zurück. Okay, oh, wir können ihn töten. Nein, wir töten ihn nicht. Okay, ich glaube, wir sollen zusammen. Wer bist du denn? Corvo. Hallo. Ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch. Vor Ihrer derzeitigen Beschäftigung. Als Attentäter. Oh, schauen wir mal. Okay, optional verschone Captain Kernow. Ja, gerne. Wenn er mir nicht im Weg läuft, dann verschone ich ihn gerne. Sonst, glaube ich, hat er ein kleines Problem. Okay, dann auf zu Sammel. Und ich hoffe, er bringt uns dann zurück nach Dunwall. Haben Sie daran gedacht, Piero einen Besuch abzustatten, bevor wir uns auf den Weg machen? Ich empfehle nur mit der Festung. Ja. Ja, aber Piero ist nicht da! Vor war Jota, da war er auch nicht da. Aber ey, dann gehe ich halt gerne nochmal dahin, da, Piero. Nein, ist nicht Piero da. Was kann ich für Sie tun? Kannst du mir deine Upgrades kostenlos geben? Das wäre irgendwie nett. Ich meine, alle labern mir, ich bin ihre letzte Hoffnung und was? Und was? Trotzdem zocken sie mich hier ab. Okay, ich kann mir nichts leisten. Seid jetzt glücklich. Jetzt fühle ich mich noch arm. Jetzt bin ich nicht nur arm, jetzt fühle ich mich noch arm. Dankeschön. Geht's jetzt besser, Samuel? Schauen wir nochmal, ob hier irgendwo was Cooles ist. Was geht so in deinem Herz ab? Wenn Sie aufbrechen wollen. Na, das ist doch schön. Ja gut, ich will los. Bereit? Sagen Sie Bescheid. Ja, deswegen spreche ich dich ja hier zum 10. Mal am Stück an. Ja, los, bringen Sie mich zum Destillierbezirk. Okay. Destillierbezirk. Okay. Der Jedermannsorden ist die vorherrschende Religion. Okay, Oberaufseher Campbell. Oberaufseher Campbell ist der Kopf der militanten religiösen Fraktion Dunwalls und ein enger Verbündeter des Lord Regenten. Allerdings ist Campbell auch durch und durch korrupt und weiß, wo sich Emily befindet. Dring in das Büro des Oberaufsehers ein, schließe Tagebuch und beseitige ihn. Außerdem wird Martin, ein Verbündeter der Kaiser Treuendorf, gefangen gehalten. Befreien ihn und verhelfen ihm zur Flucht. Okay, das, wie es aussieht, ist kein optionales Ziel und das müssen wir machen. Destillierbezirk. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Also, ich finde alles ehrlich gesagt schlimm. Erstmal futtern wir hier das Ding hier. Haben immer noch nicht voll Leben und mit nicht mal voll Leben starten wir jetzt in die Mission. Okay, was stand hier optional? Optional, das muss ich nochmal lesen. Neutralisier Campbell, überwinde die erste Lichtwand, optional nutze die Bottle Streetgassen, um den Lichtwänden zu umgehen. Also, wir haben jetzt die Wahl. Wir können natürlich da vorne hinstürmen und einfach alles töten.
oder wir können die Gänge nutzen. Ich glaube, ins Wasser können wir jetzt irgendwie nicht gehen, da uns sonst wieder hier die Fische töten werden. Da können wir nicht rein. Wenn mich hier nicht die Wachen jetzt schon angreifen... Oh, da werfen sie die Leichen in den Fluss. Vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Gut, immer her damit. Komm. Komm. Was gibt's? Und zack. Was? Ja, der Kleine da. Unmöglich. Hab sich selbst überprüft. Mach weiter, all diese Ratten. Netter Mensch. Selbst wenn er noch leben würde. Oh, ey, das sind ja solche Penner, die Heinis hier. Okay, ich würde sagen, wir werfen den Heinis da hin. Und nimm hier Arthas Notiz. Liebste Gwen, die Stadt wird brennen. Ich habe alles verkauft. Nur du bist noch hier. Für mich von Bedeutung. Ich warte auf dich. Dort, wo die Reste der Calvin Boulevard in den Fluss gestürzt sind. Wo wir uns eins getroffen haben. Wir nehmen das Geld, das ich verdient habe, und kaufen uns damit eine Passage auf einem vorbeiziehenden Walfänger. Ohne dich werde ich nicht gehen. Und wenn du nicht mitkommst, dann bin ich lieber Rattenfutter. In Liebe, dein Arthur. Okay, damit haben wir mal wieder einen von diesen kleinen Schätzen da. Und ich muss jetzt gerade überlegen, wo ich hin muss. Also, da ist die Lichtwand. Wenn ich jetzt hier unten gehe, würde ich, frage ich mich, ob ich da überhaupt dann hinkomme in diese schönen Tunnel. Ha. Und das andere, was ich mich frage, ob mich die Wachen eigentlich sofort angreifen. Und da fällt mir noch was ein, es gibt eine Quicksave-Taste. Und die werde ich jetzt hier einfach mal ganz dreist benutzen. Okay, sorry für die kleine Unterbrechung. Wer bist du? Bist du lieb? Bist du nett? Bist du freundlich? Wenn nicht, will ich dich töten. Das hat sie jetzt nicht gesehen, oder? Naja, okay, selbst wenn sie es gesehen hat, was soll sie dagegen machen, ist nur die Frage. Wüsste ich mir mal Ling? Nee, keine Chance. Okay. Boah, ich hab schon wieder gedacht, ich wurde hier gesehen. Okay, bevor wir irgendwas anderes machen, würde ich sagen, schauen wir mal mit unserem Herz nach. Also, ich sehe da hinten ein Knochenartefakt. Auch wenn ich nicht so ganz weiß, was ein Knochenartefakt ist. Oh, und da haben sie einen Steckbrief von uns. Corvortana, okay. Da sind zwei Wachen. Oder drei Wachen, wartet mal. Wir haben hier unsere coole Fähigkeit. Da können wir sogar hier nachschauen, wo die hinschauen. Ha, wie komme ich da am besten vorbei? Ist gerade nur die Frage. Also, die beiden Wachen sind ja mit ihrer Arbeit beschäftigt. Und die einzige Gefahr ist eigentlich der hier. Frage ist jetzt, wenn ich... Okay, mir ist gerade aufgefallen, die kümmern sich doch nicht nur um ihre Beschäftigkeit. Nein, hier ist niemand. Nein, hier ist niemand. Boah, hallo Leute, wie viele Wachen sind denn hier? Eins, zwei, drei, hoch! Okay, der Heini sieht mich nicht mehr. Hoffe ich jetzt mal. Oh, du kotzt mich gerade ein bisschen an. Hallo, ich will mich hier vorbei stealthen und dann kommt die ganze Zeit dieser Heini von hinten. Also wie ich das sehe, ich muss hier wirklich mindestens einen ausschalten. Ha. Ich sehe gerade hier echt leider keine andere Möglichkeit, hier vorbeizukommen an denen. Schaust du immer noch hierher? Ja, der schaut natürlich noch her. Okay, dann teleportieren wir uns mal dahin. Und dann holen wir ihn uns. Okay. Gut, der wird uns jetzt schon mal nicht mehr nerven. Die Frage ist eigentlich nur, wie wir ihn am besten beseitigen. Kann ich da irgendwie... Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Aber ich kann ja theoretisch... Kann ich hier auf ein Dach? Nee, kann ich auch nicht. Doch, 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 natürlich, da. Da muss ich nicht mal teleportieren, da muss ich einfach jumpen. Jump, Corvo! Dann jump halt nicht. Ach, dann teleportieren wir uns halt doch. Okay. Ah! Bleib da. Du bleibst jetzt hier liegen, okay? Mein Kleiner.
Dankeschön. Quicksaven. Quicksaven. Okay. Dann Sokolov, Pierre. Springmine schön. Notiz für den Unteroffizier Höbren. Lest es euch selber durch. Und dann noch diese Mine. Alternative Wege, ja, das kennen wir. Well, what the hell? War ich das? Ich hoffe jetzt mal nicht. Okay. Ein Wahltank. Was ist, wenn ich den jetzt werfe? Oh! Okay, tut mir leid. Ich wollte jetzt nur mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Wahltank werfe. Mich hat es einfach nur mal interessiert. Mich interessiert gerade nur, wo die Wachen hergekommen sind. Die sind von da gekommen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ah, da. Da steht also eine Wache. Okay. Interesting. Der geht jetzt weg. Aber ich glaube, das kann ich hier richtig gut als Ablenkung irgendwie machen. Das heißt, theoretisch, wenn ich das da irgendwie dahinter werfen könnte. Ha, ich muss das irgendwo hinwerfen, wo mich nicht gleich alle sehen. Haben die das gehört? Er muss hier irgendwo sein. Ja, haben sie. Okay. Dann können wir. Da kann ich nicht durch! Scheiße! Nein! Das kannst du nicht sein! Ich grübel da stundenlang, wie ich da durch kann und dann. Ah, okay, das ist jetzt ärgerlich. Okay, dann muss ich mir hier einen Kletterweg suchen. Naja, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber. Finde ich gerade ein wenig nervig. Okay. Weil da habe ich sie jetzt echt cool abgelenkt. Weil ich gedacht habe, man kann da irgendwie cool durch und dann. Knochenartefakte. Knochenartefakte verleihen dir übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauscht. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Okay. Tote Monate Lieder. Lest es euch selbst durch. Also, ich werde wichtige Texte werde ich wahrscheinlich durchlesen, aber solche merkwürdigen Lieder eher nicht. Leere Flasche, brauche ich nicht. Oh, schön. Hier nochmal alles kaputt gemacht. Und dann können wir jetzt wieder zurück. Quicksafen. Ich quicksafe so gerne. Ich weiß, ich bin ein alter Quicksafer. Oh, da. Ich hab's geahnt, dass da einer hinkommt. Okay, da hinten haben wir eine Rune. Da haben wir noch ein Knochenartefakt und da ist noch eine Lichtwand. Dann würde ich sagen, jumpen wir jetzt erstmal hier rein. Wir werden von dem Fisch gleich wieder zusammen gegessen. Ja, Fisch, mach happy. Und klettern hier wieder hoch. Däh! Immer kostet dieser Zauberspruch also relativ wenig Energie dafür, dass ich ihn eigentlich die ganze Zeit hier benutze. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Okay, da oben ist eine Wache. Hier sind nur Soldaten. Oh, ich denke schon wieder, dass sie mich hier gesehen haben. Okay. Herzchen, wo bist du? Da. Da ist eine Frau, die Sachen runterwirft. Okay. Wenn es dir Spaß macht, sorry, ich muss jetzt aber mal hier rein. Leute, das ist die Lumpengrafin. Ich habe Angst, Leute. Ich muss hier mal einen Zauberspruch, einen fetten ausrüsten. Oder, nee, unsere Knarre hier. Was hat die denn da gemacht? Warum kann die sich teleportieren? Was soll denn das? Betäubungsbolzen haben wir voll. Ach, super. Das. Da ist eine weiße Ratte. Jetzt ist die Ratte tot. Ey, was zur Hölle? Warum kann die sich teleportieren? Finde ich merkwürdig. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Können wir sie nicht einfach auch töten irgendwie? Reden wir einfach mal mit dir. Liebster? Bist du es, mein geliebter Ehemann?
Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Ich will mich nicht um die kümmern. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Ich hole mir jetzt erstmal die Rune. Die kann sich hier um ihre eigenen Probleme kümmern. Was zur Hölle ist denn das hier? Eine Rune. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Ich werde hier nicht die Drecksarbeit für sie erledigen. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich mehr über die Lumpengräfin herausfinden und den Kommandanten töten. Bis dann, euer MC Muffix. Haut rein. Ciao.